Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf, die Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds und eines weiteren stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Der Abgeordnete Uwe Frankenberger hat mit Schreiben vom 28. Juni 2017 mitgeteilt, dass er mit sofortiger Wirkung auf sein Amt als ordentliches Mitglied im Hauptausschuss verzichtet. Ferner legt der Abgeordnete Dieter Franz sein Amt als weiteres stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss mit Ablauf des 28. Juni 2017 nieder. Nach § 6 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19/5124 schlägt die Fraktion der SPD den Abgeordneten Dieter Franz als ordentliches Mitglied sowie die Abgeordnete Regine Müller aus Schwalmstadt als weiteres stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss vor. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 19/5124 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit erübrigt sich die Frage nach der Gegenprobe. Ich stelle somit fest, dass damit der Abgeordnete Dieter Franz als ordentliches Mitglied sowie die Abgeordnete Regina Müller aus Schwalmstadt als weiteres stellvertretendes Mitglied in den Hauptausschuss gewählt wurden.